Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty, ihr Lieben. Ja, ich habe jetzt die Heuballen, aka Strohballen, ne, Schrägstrich Strohballen, eingelagert. Die sind jetzt fett. Fünf Stück liegen noch rum. Die werden nicht gezählt, deswegen bleiben die draußen, bis die halt eben gebraucht werden. Ich habe mich dann mit diesen vier Goldringen zu John gemacht, habe 700 Euro in die Kippe gesteckt und bin jetzt hier am Baumarkt und habe hier eine Palette Holz gekauft. Ne? Da wir die aber nicht heimkriegen, auf unserem tollen Pickup, den wir zu Hause stehen haben, der für solche Sachen völlig nutzlos ist, macht man einfach E, dann nimmt man den ganzen Krempel auf und damit kann man jetzt mit dem Bus nach Hause fahren. Also man hat jetzt praktisch 100 Stück eingesteckt, also die ganze Palette. Und dann machen wir uns heim. Das habe ich nämlich gekauft, das Teil. Weil ich gerne den, zumindest den Fußboden, wo die neuen Möbel draufstehen, ja, die möchte ich gerne, den Fußboden möchte ich gerne restauriert haben. Und das machen wir auch gleich mal. Das Ding hier, keine Ahnung, na, für was das gut sein soll. Ja, abgesehen davon, dass er uns mit 60 Stundenkilometern durch die Kante prügeln kann. Aber ansonsten, so hier. Machen wir erstmal schön einen neuen Fußboden rein. Sieht das nicht cool aus? Der muss aber dann anschließend noch mit Holzlasur versiegelt werden. Ne, der kann so bleiben, wenn einem das gefällt. Nur weiß ich nicht, wie sich das mit den Sozialpunkten irgendwie ausarbeitet. Keine Ahnung, ob man da Abzüge kriegt oder. Ich hab Ich habe keinen Plan. Aber bearbeitet. Ne, das ist das Schlafzimmer, das ist nichts Neues. Hier. Aber wenn die ja, leg mich doch im Ärmel. Ja, ist es denn? Dann mit diesem komischen Holzschutzzeugs, was man da drauf schmiert, dieses braune Zeug. Wenn das fertig ist, dann sieht das schick aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht das schick aus. So geht's auch mit allen anderen Holz, no, Holzsachen. Hier im Schlafzimmer liegt das schon, siehst du? Das habe ich gar nicht gesehen, dass das ein neuer Fußboden ist. Aber das waren wir nicht. Ne? Das ist von Haus aus so. Ja. Hier kann ich, siehst du, hier kann ich gar keinen Holzfußboden reinmachen, weil hier kommen tatsächlich Fliesen rein. So, und was ich sagen wollte, das mit dem Holz, das ist mit allem so, ne? Was man hier. Wir müssen ja auch mal in die Kiste gehen. Was an Holz ist, ne? Das muss alles restauriert werden, das muss alles erneuert werden und das muss alles imprägniert werden. Also halt eben mit diesem Holzschutzkrempel-Zeugs. Und, ja, damit es halt eben geschützt ist, ne? Lava, lava, lava. Hier, Treppengeländer. Guckt's euch nochmal an, wie es aussieht. Ganz ehrlich. Na, komm schon. Cool oder cool? Cool, ne? Hat er die ganze Treppe jetzt gemacht? Ja, das sieht richtig nice aus. Und was mir auch noch ein Anliegen ist, wenn wir schon mal dabei sind. Guten Morgen, Rex. Na, du feiner Hayabubu gemacht. Ja, Rex sein Häuschen. Machen wir schick jetzt. So, das ist ja schick gemacht. Und wenn das gestrichen ist, sieht das richtig schick aus. Genau, das war mein. Ja, genau. Wie geil ist das denn? Denn. Machst du mal das Brett zu? Diese Metalltüren. Das ist ja ganz nett, ne, aber gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, ihr Lieben. Das gefällt mir nicht. Ich will einen schönen Bauernhof haben. Auch wenn der irgendwann mal in 100 Jahren. Ich habe nur geguckt, ob wir jetzt. Ob ich die Aufnahme gemacht habe. In 100 Jahren irgendwann mal so weit sein werden, dass der Hof richtig restauriert ist. Ich möchte natürlich bleiben. Ich möchte Holztore haben. So einfach ist das. So, so eine Holztore möchte ich haben.
Und das sieht mega cool aus, wenn die ganze Hütte erneuert ist. Ne? Ich habe das alles schon ausprobiert. Ne? Ich meine, ich muss ja auch ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Vor allen Dingen, das Spiel macht ja auch so viel Spaß. Da kann man nicht einfach sagen, nö, ich mache jetzt täglich ein 30-minütiges Let's Play und sonst, ansonsten lasse ich meine Hände ruhen. Ne, das funktioniert dann nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber so will ich das haben. So und nicht anders doch. Anders doch. Gelle? Haustür? Kann man nicht? Nee. Nee, aber die kann man dann streichen mit dieser Holzlasur und dann sehen die, sind die so grau glänzend. Schöne alte. Sie sind einfach schön. So, jetzt habe ich noch hier jede Menge. Was heißt jede Menge? Ich habe noch Holz einstecken. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. Da wir sowieso jetzt gleich Eier einsammeln müssen, würde ich sagen, tackern wir doch das. Draußen an den Zaun? Ja. Keine Ahnung. So. Denn ich habe gelesen, dass Hühner hier, ne? Die Kakaks, die hier rumliegen. Ob die, haben die irgendwie bei denen die Beine vergessen, dass die nicht laufen können oder was? Oh nee, guck mal, der hat da mit dem Huf geschart. Eieiei. Na gut. Dann frage ich mich, warum die nicht laufen. Das finde ich nicht in Ordnung. Bin nicht schön sowas, ehrlich. Aber nun gut, es ist wie es ist, ne? Aber ich habe gelesen, dass Hühner, die halt eben in einem komplett restaurierten Hühnerstall leben dürfen, halt auch entsprechend mehr Eier legen, ne? Ist klar, wo man sich wohlfühlt, ne? Da ist man produktiver. Und jetzt ist das Holz alle. So. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, wunderbar, aber wunderbar finde ich das gar nicht. Ist ganz ehrlich. Na, Hühnerhahn. Können wir mal Eier einlesen? Die verwursten wir gleich wieder zu eingekochten Eiern. Dann bringen wir die wieder zu Jon. Zu Jon. Auf Deutsch gesagt, Jon. Oder Jon. Wobei ich dann doch lieber bei John bleibe. Ach, lest doch mal ein hier. Das ist der Mitglied. Na komm schon. Na, so. Haben wir's? Ja, und das waren 50 Eier. So, wenn die mit dieser Bruchbude hier schon 50 Eier legen, was legen sie denn dann, wenn sie in einem 7-Sterne-Restaurant, hätte ich beinahe gesagt, Luxushotel leben? Das wüsste ich gerne. So, und hier jetzt Kuh melken, ihr Lieben. Richtig mit Animation. Ich finde das total cool. Und da muss man dann immer die Taste drücken, immer so stückchenweise, ne? Bis das Melken durch ist. Zack. So, und dann geht's zur nächsten Kuh. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir neun Kühe durch haben. Dann machen wir davon Dosenmilch, bringen das wieder zu John. Ja, also das werden dann immer dieselben Wege sein, ne? Aber das ist nur halt eben mal, wie es ist, ne? In der Wirtschaftssimulation oder wie auch immer hier, Landwirtschaftssimulation, da hat man eigentlich immer dieselben Wege, ne? Ernten, verkaufen, ernten, verkaufen. So einfach ist das. Und auch hier bei den Kühen ist es letztendlich, oder Hühner ist letztendlich nichts anderes. Ernten und dann verkaufen. Tja. So, einmal drehen. Was ich auch schade finde, ist, ne, hier Kühe im Stall. Bin ich zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, weil, so
So eine Kuh gehört auf die Weide und nicht in den Stall. Und im Game selber sieht man ja überall Kühe auf den Weiden rumliegen, stehen, tralala, hast du nicht gesehen. Würde ich mir für unsere Kühe auch wünschen. Ne? Dass die schön auf einer Wiese stehen können, im Freien. Aber auch die bewegen sich ja nicht. Die bewegen sich nur innerhalb ihres Radius, aber die haben zwar auch vier Beine, aber die bewegen sich keinen Millimeter weiter. Also ich habe noch keine Kuh laufen sehen oder so, ne? Oder ein Huhn, Ente, Gänse. Nein, da steht alles still. Warum das so ist? Naja, muss man so hinnehmen, ne? Schöner wäre es natürlich, wenn sie rumlaufen würden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die einzigen Tiere, die sich hier bewegen, sind, glaube ich, die Rehe und die Wildschweine. Na, die da rumhüpfen. Oh, und die Störche. Ja. Belehrt mich eines Besseren, wenn ich da jetzt Müll habe? Aber ich glaube nicht, dass die Kühe... Also Hühner, Enten und Gänse bewegen sich nicht. Kühe? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Ja, Schnuckelküche. Mhm. So, dann wollen wir mal Dosenmilch machen. What? 24 Milch? Sehr geil. Sehr geil. Weil nämlich, ne, auf der anderen Map, wo ich das zocke, habe ich einen komplett renovierten Kuhstall. Und da komme ich maximal auf 21 Milch. Deswegen, das ist ja mal mega. So, und die Apples, die werde ich auch noch hier nochmal verwursten. Okay. So, und nö. Gut, haben wir Eier, Milch. Wieso liegt denn da noch ein Apfel? Hallo. So. Das war dieses. Das bringen wir jetzt zu John. Wie viel Geld haben wir noch? 5.300. Ja, weil ich halt eben die Ringe verkauft habe. Ja, und das bringen wir jetzt zu John. Und dann sehen wir weiter, was wir machen. Vielleicht kaufen wir uns noch ein bisschen Renovierungskrempel oder so. Oder wir bestellen mal das Feld auf die Gefahr hin. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Aha. Give me your money. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Money. Hey, Money. Ah, cool. Schönes Wortspiel. Nein, ich habe 50 an der Zahl von diesen Dingern. So. Ditte weg. Und dann... Hatten wir eine Dosenmilch einstecken? Weiß nicht, weil es waren doch nur 24. So, guckt mal, da haben wir jetzt schon fast wieder, also schon wieder fast 6.000 Euro. Jo. Also, ne, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn wir jetzt hier das Feld, abgesehen davon haben wir eigentlich schon eine Sämaschine? Das ist, wenn man so viele Sachen durcheinander macht. Das ist einfach so. Das ist der Maisernte. Das Ding können wir auch wegbringen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Den brauchen wir noch. Das Ding können wir wegfahren. Das haben wir. Den Flug haben wir. Wir haben einen Hänger. Und einen äußerst verranzten Trecker. Wie sieht denn der aus? Ich weiß, die kann man waschen hier. Ne? In der Garage. Kann man die waschen, aber das ist glaube ich richtig teuer. Wegen dem warum steht denn hier die Tür auf? Das ist ja nun auch nicht gut. Ja, siehst du, ne? Das hätte ich mir sparen können. Zonmist. Denn die Tür von dem Gewächshaus sollte gefälligst immer zu sein, weil das gibt nämlich ein kleines eigenes Biotop da drin, ne? Und wenn die Tür dauernd aufsteht, ne? So. Ich glaube doch, es geht los. Was sagen denn die Tomaten hier eigentlich? Die sind noch nicht reif für die Ernte. Die
Zucchini auch nicht. Gut, aber jetzt raus hier Brezzo, damit die Pflanzen in Ruhe wachsen können. Brezzo, so. Also was denke ich mir denn dabei? Und solange so eine Palette hier steht, ne, ist die nicht leer. Also das möchte ich mal angemerkt haben. Sobald eine Palette leer ist, könnt ihr sehen, wir haben ja beim Baumarkt diese Palette Holz gekauft. Wenn wir da jetzt wieder hingehen wollen, würden, sollten, wie auch immer, weil wir irgendwas brauchen, ist die Palette weg. Denn sobald leer, alle. Schnäggelchen. Kann man diese Baumstämme hier nicht wegmachen? Ich meine, ich habe eine Kettensäge einstecken. Wartet mal. Nee, ich habe keine Kettensäge einstecken. Bitte, wo hat... Ich hatte doch eine Kettensäge. Auch im anderen Leben? Oder sicher, ich weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, ich hätte eine Kettensäge gehabt. Hab ich. In der da! Zwei sogar. Ne, Leute, da wisst ihr ja, was wir machen. Da wird man eine von verkaufen. Kannst du aber... einen drauf lassen. Was sind das hier? Da liegen nochmal Eier, aber ich denke mal, das lassen wir einfach mal liegen. Und die Dosenmilch, die lassen wir auch da liegen. Ja. Das denke ich mir mal. Aber die Kettensäge, für was braucht man denn eine Kettensäge? Die Bäume, die ich auf dem Grundstück habe, die will ich mal tun, die nicht fällen. Und wie es mit diesen Büschen hier ist, das weiß ich auch nicht. Ne? Wir haben ja jetzt August. Und im Ende September macht das einen Sprung auf den 1. April. Also auf April. Ne? Und keine Ahnung, ob die dann blühen oder irgendwas. Deswegen will ich die erstmal gar nicht wegmachen. Auch das hier nicht. Ich glaube... Naja gut, ich wollte gerade sagen, ich glaube kaum, dass die hier so ein verdorrtes Gestrüpp auf den Hof stellen. Hm. Die stellen ja auch kaputte Hütten hier hin. Also von daher. Wie sieht's aus mit diesen Baumstämmen hier? Kann man die entfernen mit einer Kettensäge? Hier sowas zum Beispiel. Geht das? Ja, wie benutzt man die denn? Ich halte die mal an den Baum. Kriegt man dann irgendein Display angezeigt? Nope. Das hier zum Beispiel, ne? Aber selbst wenn wir jetzt Holz schneiden könnten, zu welchem Zweck? Welchen Sinn macht das denn? Wohin denn mit dem Zeug? Habe ich keinen Plan. No plan. So. Da steht der Grubber. Wie rum steht der denn hier? Wir müssen die Quest machen, ne, mit der Sämaschine. Ich muss mal gucken. Lydia hat einen Düngestreuer. Becky hat einen Heuwagen. Ja, der ist ganz wichtig. Weil, wenn wir dann nämlich die Felder abgeerntet haben mit Weizen oder... Macht Gerste auch Stroh? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Gibt es Gerstenstroh? Haferstroh gibt es, weiß ich. Weizen? Weizenstroh, ja. Aber Gerste weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann kann man nämlich die Ballenpresse an den Trecker hängen und an die Ballenpresse dann noch den Hänger und dann wird das nämlich alles automatisch aufgeladen. Ist total cool, ist nur ein bisschen tricky, die ganzen Dinger zusammenzufügen, ne, im Rückwärtsfahren. Also ich finde es ein bisschen beschwerlich, aber es ging dann. Also ich habe das dann trotzdem hingekriegt. Also gut, das ist Becky. Und das ist ein Transport. Nee, will ich nicht. Miststreuer, Düngestreuer. Was brauchen wir? Eine Sämaschine, ne? Oder haben wir die schon? Frank hat einen Miststreuer. Hier geht's nicht weiter. Hier sind wir. Hier ist dieser Drohnenwettbewerb.
steht aber auch nichts geschrieben, dass wir das schon, die Quest schon gemacht hätten, eventuell und vielleicht. Und das Gerät abholen sollen. Warte mal. Gib mich mal hier die Infos. Nee, was ist denn das? Das ist der Flug? Wir haben die Sämaschine schon. Wo steht die denn dann? Hier? Das ist so toll, ne? Hier. Anno Domini. Aber egal, denke ich mir, oder? Was meint ihr? Erstmal, ne, damit wir wieder ein bisschen Getreide aufs Feld kriegen, ist das völlig Bums, mit was wir das machen. Ja. Was haben wir denn jetzt? Also ich würde sagen, der ist ne, der ist noch dran. Abkoppeln. Dann würde ich sagen, wir grubbern das mal hier. Und hauen da mal neue Dings drauf. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ob das überhaupt richtig ist, was ich mache. Ohne Dünger da jetzt ein Feld einsäen zu wollen. Oder ohne Gülle oder Dung drauf zu schütten. Ich weiß es nicht. Ich grubber das jetzt erstmal. Ja. Es ist ganz toll, wie schief das Feld ist. Aber nun gut. Wisst ihr, wenn ich ja bessere Arbeitsgeräte hätte, ne? Ich meine, gut, das ist der Anfang hier, ne? Bessere Arbeitsgeräte, bessere Arbeitsbedingungen vor allen Dingen. Und, ja, dann könnte ich mich vielleicht dazu hinreisen lassen, tatsächlich Felder zu bestellen. Aber so bin ich nicht bereit dazu. Ganz bestimmt nicht. Das mag ich nicht. Stoi, warte mal. Hier fängt das Feld doch dran schon an. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Dass der auf dem Feld rumeiert. Und ich weiß auch nicht, wir haben 740 Kilo. Samen gelagert. Weizen, 740 Gramm. 740 Kilo. Dünger haben wir 220 Kilo. Oh, coole Sache, Parker. Vielleicht sollten wir tatsächlich diesen Dünger. Auch verwenden. Ich weiß es nur nicht. Dazu brauchen wir nämlich eine Dünge-Dingenskillen. Maschinerie. Und das habe ich nicht. Lass mal gucken. Weil es wäre schon blöde, ne? Ich meine, wir haben den Dünger. Wenn wir das dann halt eben nicht machen würden.
nicht machen würden und wir eine scheiß Ernte haben, ne? Dafür mache ich mir die Arbeit hier nicht. Ich habe auf einer anderen Map Helfer eingestellt, die halt eben hier die Felder beackern. Leute. Ich weiß nicht, das ist ein einziges Drama, ne? Die Felder sehen aus wie, wie Scheiße, ne? Überall steht das Zeug noch rum, ich weiß nicht, haben die schon mal was davon gehört, ein ganzes Feld zu bearbeiten, wenn ich sie doch auch dafür bezahle? Anscheinend nicht. Ey, das sah so schlimm aus, ne? Da habe ich mir noch so gedacht, ja, hättest du es doch mal selber gemacht, ne? Das waren hier unsere Felder, ne? Habe ich da von Helfern, nur beackern lassen. Den Rest habe ich einfach liegen gelassen. Da habe ich dann nichts mehr gemacht. Das sah aus wie Kraut und Rüben auf den Feldern. Nö, finde ich nicht in Ordnung. Wenn man dann noch nacharbeiten soll, obwohl man Felder, Helfer auf den Feldern hatte und auch noch dafür bezahlt hat, ne? Nö. Da stehen Pilze. War hier nicht noch einer jetzt gerade? Was? Kommst du aber immer spät mit deiner Info? So, da haben wir jetzt wieder zwei Pilze. Da muss ich mal gucken, wer wer so eine Quest vergibt, ne? Mit so einem Dünger-Dings. Ich meine, wir haben Dung dort, aber ist es nicht so, dass der Dung dann erst vorher aufs Feld muss? Wird der nicht untergeackert? Weil Ackern ist durch, ne? Ackern ist durch. Und ich weiß nicht, wie sich das. Ich glaube, ich wäre ein ganz schön beschissener Bauer. Also zumindest was die Felder betrifft und so. Viehwirtschaft, so nennt man das ja, ne? Das wäre dann schon eher mein Ding. Obwohl. Morgens um 4 aufstehen, um Schweine zu füttern. Ja, knarz. Na, ich weiß nicht. Ey, wo fährst du? Wo fährst du? Mach mal dein komisches Kratzbürstending hoch. Nö, hast du noch hingekriegt. Nee, ich glaube, das wäre nicht so meine Welt. Nee. Genau wie der Beruf des Bäckers. Leute, wisst ihr, wann die aufstehen müssen? Die stehen auf, wenn andere ins Bett gehen. Gottes Willen. Vor solchen Jobs sollte man echt einen Hut ziehen, ehrlich. Die leben in einer ganz anderen Biosphäre, solche Menschen, ne? Die, wo nachts arbeiten und am Tag pennen und ich nehme an, da ist der ganze Biorhythmus bei denen sowieso ganz anders wie bei den Normalsterblichen, sage ich mal, die in Anführungsstrichen normale Arbeit machen, die am Tag sind. Nee. Das wäre nicht meine Welt. Ich bin mit Leib und Seele Zocker. Und da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass ich relativ früh ins Bett gehe, ne? Also, sprich halt eben so 2 Uhr morgens oder so. Ja, wenn mich ein Spiel ganz besonders fesselt. Ja. Dann ist das schon so. Aber ich denke, das sollte jedem selbst überlassen sein, ne? Wie er sein Leben gestaltet. Und von daher ist das alles gut.
So. Ja, meine Lieben. Ich werde das Ding fertig ackern, grubbern und werde gucken, ob ich da noch Dünger drauf kriege oder ob wir schon einsehen müssen. Jedenfalls, die Folge ist durch. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss!